Und schon ist ein halbes Jahr um. Ja, tatsächlich haben wir heute den 1. Juli und damit ist 2020 schon zu 50% gelaufen. Was irgendwie sehr ernüchternd ist, da man das Gefühl hat, es ist einfach nichts passiert. Was wiederum daran liegt, dass auch einfach nichts passieren kann aufgrund von Corona. Alle Veranstaltungen sind ausgefallen, alle Messen sind ausgefallen, Geburtstage werden, wenn immer nur in sehr kleinen Gruppen gefeiert und sehr überschaubar gehalten. Urlaub ist ausgefallen und ja, das erste halbe Jahr können wir eigentlich streichen, meiner Meinung nach. Und tatsächlich kann ich auch den Juni streichen, denn wenn ich ganz ehrlich bin, könnten wir das Video an dieser Stelle beenden, denn ich habe nicht wirklich viel gemacht. Ich habe, ich glaube, fast gar nicht geschrieben und wenn, dann ist es wirklich nur sehr marginal gewesen. Und ich habe ein bisschen recherchiert, also gelesen für den aktuellen Roman. Es sind ein paar fixe Ideen in den letzten Tagen entstanden, was ich gerne machen möchte, woran ich mich gerne versuchen möchte. Das ist aber halt auch irgendwie überhaupt nicht spruchreif. Und ich bin auch überhaupt nicht stolz auf den Juni, deswegen würde ich ihn eigentlich relativ schnell vergessen, zumindest was das Schreibtechnische angeht. Beruflich, also im Brotjob, muss ich allerdings sagen, läuft es gerade ganz gut, denn ich habe jetzt relativ schnell die Zusage für eine neue Stelle bekommen und habe dann auch im Laufe des Monats zugesagt bekommen, dass ich die Stelle zum 1.9. wechseln darf. Das heißt, ich bin jetzt noch genau 2 Monate in meiner aktuellen Position und darf dann zum 1.9. eine neue Aufgabe übernehmen. Ich bleibe beim Arbeitgeber. Ich bleibe bei derselben Kommune, ich bleibe sogar im selben Fachbereich. Ich wechsle da halt innerhalb des Fachbereiches nur die Tätigkeit und halt auch den Ausübungsort ein wenig. Ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich da schon sehr drauf und schau mal, was das alles so mit sich bringt. Anstatt jetzt zurückzuschauen und mich die ganze Zeit darüber zu ärgern, warum ich im Juni nicht so viel auf die Kette gekriegt habe, möchte ich gerne lieber nach vorn schauen auf den Juli und überlegen, wie kann ich es ändern und was kann ich jetzt im nächsten Monat anders machen. Der Juli ist für viele Schreiberlinge ein Monat, in dem es ins Camp Nano geht. Gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und schreiben, zumindest im übertragenen Sinne. Das ist die Grundidee. Man setzt sich einfach ein Wortziel, was man im Laufe des Monats schaffen möchte und schreibt wild drauf los. Über die Seite des Camp Nanos kann man dann auch verfolgen, wie viele Wörter man am Tag geschafft hat. Man hat dann wunderschöne Balkendiagramme, die einem das anzeigen, was das Tagessoll ist und wo man dann gerade steht. Man kann sich mit Freunden austauschen, man kann gemeinsam an den Zielen arbeiten und versuchen, sich quasi auf den richtigen Nano im November vorzubereiten. Ich habe tatsächlich weder den Nano bisher geschafft, noch ein Camp. Ich nehme mir das immer sehr, sehr gerne mal vor, setze mich danach dran, bin dann immer eine gewisse Weile motiviert und dann irgendwann kommt so ein Einbruch und dann schaffe ich es mal wieder nicht. Deswegen muss ich mir, glaube ich, so langsam mal eingestehen, dass sowas einfach nichts für mich ist. Wobei ich einen tierischen Respekt vor Autoren und Autorinnen habe, die es im NaNoWriMo oder NaNoWriMo im November schaffen, 50.000 Wörter zu schreiben. Das ist mega, das ist total krass. Es sind wahnsinnig viele Wörter am Tag alleine schon. Und da fällt man schon sehr weit zurück, wenn man halt einfach mal einen schlechten Tag hat und da irgendwie nichts zu Papier bekommt. Und deswegen, das ist echt eine absolute Leistung und stellt euch das mal nicht so leicht vor, so viel am Stück zu schreiben. Natürlich soll an dieser Stelle auch erwähnt sein, dass es da grundsätzlich erstmal nicht um Qualität, sondern um Quantität geht. Also wirklich, wie viele Wörter ich geschafft habe. Ob die dann gut sind, das sei nochmal an anderer Stelle geprüft. Aber erstmal müssen sie ja auf dem Papier sein. Das ist ja immer schon der größte Schritt. Und wenn ich dann halt einen Anfang habe, beziehungsweise eine Szene habe, kann ich ja mit der arbeiten und die dann auch im Laufe der Überarbeitung besser machen.
Wenn ich nun also nicht beim Camp Nano mitmache, was ist dann mein Ziel diesen Monat? Ich möchte versuchen, einfach nur mal wieder 30 Minuten am Tag kreativ zu sein. Und wie ihr merkt, nehme ich mir dabei noch nicht mal speziell Schreiben vor, sondern einfach nur in irgendeiner Art und Weise kreativ sein. Zurzeit finde ich alles irgendwie sehr anstrengend, also diese ganze Atmosphäre, dieses Freunde nicht sehen können oder nicht viel sehen können, nicht viel machen können, unbekümmert, immer mit so einem leicht schlechten Gewissen im Hinterkopf. Und Arbeiten schlaucht mich dadurch sehr. Und dann komme ich nach Hause und dann Haushalt und dann habe ich irgendwie das Gefühl, nichts mehr machen zu wollen. Und bin dann halt relativ unmotiviert und begnüge mich damit, wie eine Kartoffel im Bett zu liegen und Let's Plays zu gucken. Und es wäre alleine schon ein Sieg, das zurückzufahren. Also ich kann mich dann ja immer noch mit Let's Plays am Ende belohnen, aber ich möchte halt einfach sagen, okay, komm, 30 Minuten, das ist echt kein großer Zeitaufwand. Einfach schaffen, es in irgendeiner Art und Weise kreativ zu verbringen. Und darunter fällt halt natürlich Schreiben, Plotten, Patreon vorbereiten, ein Video machen, schneiden. Ich verrate an dieser Stelle mal, dass ich schon ganz, ganz viele Videos gedreht habe. Da habe ich dann auch noch lange Haare und solche Sachen. Ich habe sie aber nie geschnitten, weil ich da meistens keine Lust drauf habe. Und das wäre ja halt alles auch einfach mal Content, an den ich mich machen könnte. Und ja, Recherche gehört für mich dazu, Patreon-Sachen, YouTube-Sachen. Die andere fixe Idee, von der ich vorhin erzählte, das sind alles so Themen, die ich dann immer in dieser halben Stunde angehen kann. Und meistens ist es tatsächlich so, wenn man dann mal 30 Minuten geschafft hat, irgendetwas zu machen, dann fallen einem nochmal 30 Minuten umso leichter. Man muss es nur im Prinzip einmal geschafft haben, sich dran zu setzen. Und dann ergibt sich der Rest von ganz alleine. Deswegen, mein Minimum, meine Challenge, meine Aufgabe für den Juli sind 30 Minuten am Tag in irgendeiner Art und Weise kreativ sein. Tatsächlich möchte ich auch dabei über meinen Fortschritt berichten. Ich habe da nicht die Möglichkeit, das irgendwie im Camp Nano auf der Seite einzutragen, weil da gibt es jetzt leider nicht den Bereich, wie viele Seiten hast du heute gelesen für Recherche oder was hast du heute geplottet oder wie viele YouTube-Videos hast du geschnitten. Aber ich möchte das Ganze schon ein bisschen nachhalten, weil ich ganz genau weiß, wenn ich es nicht nachhalte, dann wird es erst recht ganz schnell wieder abbrechen. Deswegen möchte ich immer sonntags auf meinem Patreon-Account einen kleinen Einblick geben, was ich diese Woche alles gemacht habe, ob ich es geschafft habe, jeden Tag 30 Minuten irgendwas Kreatives zu machen. Auch deswegen, falls euch das in irgendeiner Art und Weise interessiert, schaut doch mal auf Patreon vorbei. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die Posts öffentlich machen werde oder Patreon only, aber das werde ich euch dann wahrscheinlich noch auf anderen Social-Media-Kanälen erzählen. Heute ist der 1. Juli. Ich habe jetzt dieses Video aufgenommen. Das sind nicht ganz 30 Minuten geworden. Aber ich werde heute noch schneiden und hochladen. Und es dann zumindest schon mal für morgen für meine Patreons vorbereiten. Und ein paar Tage später ist es dann für alle auf YouTube. Dementsprechend, wenn ihr eher Zugriff auf meine Videos haben möchtet, dann schaut doch mal bitte bei Patreon vorbei. Ihr könnt dort schon für ganz kleines Geld Teil meiner Waldwesen werden und mich unterstützen und bekommt dann exklusive Einblicke in aktuelle Sachen. Ihr bekommt meine Videos zuerst und generell alle guten und schlechten Nachrichten rund ums Schreiben. Zum Beispiel findet ihr dort auch schon ein paar Szenen zu Muffet, zu dem Roman. Oder auch kostenlos ein paar meiner Kurzgeschichten. Apropos Muffet, der Dauerbrenner, das Dauerthema. Auf Patreon habe ich es auch schon verraten, aber ich glaube, euch habe ich es noch nicht gesagt. Deswegen jetzt hier für euch die großen News. Es wird eine limitierte Auflage von Totengeister geben. Das ist eine Kurzgeschichte mit knapp 10.000 Wörtern, die letztes Jahr im Oktober als E-Book erschienen ist.
Und ich habe mich dazu durchgerungen, eine kleine, süße Auflage zu machen. Also das Büchlein wird halt auch wirklich, ich glaube, DIN A5 wird es. Also Postkartengröße? Ne, DIN A6. Ist das DIN A6? Ich glaube, DIN A6 wird es. Ich weiß es nicht. Ich muss es nochmal nachgucken, bevor ich euch jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle. Es wird auf jeden Fall klein und süß. Und es wird nur 200 Stück geben und die werden exklusiv bei mir zu kaufen sein und vielleicht eventuell auch beim Online-Shop vom Artscript Fantastic Verlag. Das wird dann allerdings noch geklärt werden. Ich weiß auch noch nicht, zu wann sie kommen, ich weiß auch noch nicht, wie sie aussehen werden und ich weiß auch noch nicht, wie teuer sie werden, aber sie werden auf jeden Fall für den schmalen Geldbeutel sein. Sie sind alle nummeriert oder sie werden alle nummeriert und sie werden halt auch alle signiert. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Und wenn es da etwas Neues gibt, dann werde ich euch das erzählen. Ein Highlight aus dem Juni muss ich euch aber auf jeden Fall noch erzählen. Und zwar habe ich ein Fotoshooting mit dem wundervollen David Knospe gemacht. Wir waren hier bei uns direkt um die Ecke an der Volme und ich durfte mich für ihn im Abendkleid in einen Fluss stürzen. Ein paar der Fotos werde ich euch am Ende des Videos einfach noch zeigen. David hat auch ein tolles Video über unser Shooting gedreht, das werde ich euch auch einfach mal verlinken. Schaut mal bei ihm vorbei, lasst ihm ein Like da und sagt ihm doch mal, wie ihr es fandet und wie ihr seine Fotos findet. Ihr könnt seinen Channel natürlich auch sehr gerne abonnieren. Ihr könnt auch meinen Channel sehr gerne abonnieren. Dann verpasst ihr nicht, wenn die Videos hier online gehen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch ein Like da und einen Kommentar. Erzählt mir einfach, wie ihr euch in den letzten Wochen und Monaten motiviert. Seid ihr motiviert oder seid ihr vielleicht auch in ein kleines Loch gefallen? Wie war euer Juni? Ich hoffe, dass ihr einen wundervollen Sommer habt, auch wenn es heute etwas verregnet ist. Macht das Beste aus der Zeit. Und bitte passt auf euch auf, bleibt gesund, Corona ist noch nicht vorbei, auch wenn es viele mittlerweile auf die leichte Schulter nehmen, wir stecken noch mittendrin. Bitte gebt auf euch Acht, damit wir uns irgendwann wieder auf der nächsten Buchmesse in die Arme schließen können, denn ich knuddel so unheimlich gerne. Also habt euch lieb und wir sehen uns spätestens beim nächsten Video.